Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt es ja mit Sicherheit schon geahnt, dass jetzt demnächst wirklich noch ein paar mehr Videos kommen, nachdem ich mich aus der Versenkung habe befreien können sozusagen. Und ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, Spaß an Warzone gefunden. Es gibt immer noch ein paar Sachen an Warzone, die mir überhaupt nicht gefallen. Das wird immer sein. Ich bin kein riesen Battle Royale Fan, aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich richtig Spaß. Und es ist das erste Mal seit vielen, vielen Monaten, dass ich, wenn ich eine Runde spiele und egal, ob ich sie gewinne oder verliere, dass ich einfach erstmal Lust habe, noch eine weitere Runde zu spielen. Und im Multiplayer zum Beispiel, der ist tough. Das ist wirklich schwierig für mich, da Spaß zu finden, da Interesse dran zu haben. Skill-based Matchmaking ist völlig deplatziert. Sowas gehört in eine Rangliste aber oder in irgendwelche MLG-Ranglisten, aber mit Sicherheit nicht in den normalen Public-Multiplayer. Genauso wie so Dinge, die für mich elementar sind. Also, dass man Schüsse auf einer Drohne sehen kann, wo ich einfach nicht verstehe, warum das im Battle Royale so ist. Wenn ich ohne Schalldämpfer schieße, dann sehe ich das auf dem Radar. Wenn ich mit Schalldämpfer schieße, sehe ich es nicht. Das gehört eigentlich in den Multiplayer, ist aber nicht so. Totenschild ist nur eine Aufrüstung. Also, es gibt so verschiedene Sachen, die ich in den Multiplayer einfach nicht verstehe. Ich finde ihn einfach schlecht, aber ich spiele ihn auch nicht und deswegen mache ich auch keine Videos darüber. Und wenn ich mir so andere YouTuber angucke, bin ich ja nicht der Einzige, der damit so seine Problemchen hat. Aber der Warzone-Modus macht wirklich Spaß. Der ist interessant. Ich würde mir wünschen, dass man hier demnächst Duos und Quads drin hat, also zu zweit und zu viert. Ich vermute, dass sie mit dem Vierer-Modus aktuell noch warten, weil das würde ja bedeuten, dass wir von 150 wahrscheinlich auf 200 Spieler hochgehen, 50 Teams jeweils. Das Problem ist, es laggt ja jetzt schon sehr, sehr viel. Viele Leute sind zu Hause wegen der Corona-Krise, wenig Leute haben irgendwie die Möglichkeit, viel draußen zu machen. Das heißt, es zocken mehr, als es sonst üblicherweise tun. Und das bedeutet einfach, dass die Server aktuell so ein bisschen überlastet sind. Ich verstehe nicht ganz, warum Sony und Activision das zusammen nicht auf die Reihe kriegen. Ich meine, jeder oder viele von uns zahlen jährlich, weiß nicht, 60, 70 Euro für den für PlayStation Plus. Da drin dürfte auch gerne mal sowas wie Serverwartung sein oder mehr Server ans Netz nehmen. Aber das sind alles so technische Sachen. Auf jeden Fall sowas wie 4 gegen 4, 2 gegen 2 wird mit Sicherheit noch kommen. Wir müssen nur ein bisschen warten. Und ich habe die letzten Tage so ein paar Videos gesehen von Leuten, die Tipps darüber geben, wie man in Warzone denn mehr Siege bekommt. Und ich gucke mir wirklich viele YouTube-Videos an von verschiedensten Leuten, weil ich echt manche Leute richtig cool finde. Manchmal wird mir was vorgeschlagen, das geht euch genauso zu 100%. Und ich denke mir, okay, gucke ich mir mal an. Und das, was ich da immer sehe und was da an Tipps ist, da kriege ich Herpes, Plack und Krebs auf den Augen und zwar gleichzeitig. Ich weiß nicht, warum die Leute immer solche Videos machen, wo dann Schwachsinnstipps genannt werden, die im Leben nicht funktionieren und die keinen Sinn machen. Ich habe gestern, ich werde jetzt hier extra nicht sagen, es ist ein relativ großer YouTuber, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, der hat ein Tippvideo darüber gemacht, wie man in Warzone mehr Spiele gewinnt. Und da waren so Tipps wie, ihr müsst am äußersten Rand der Map landen, wirklich entgegengesetzt zu der Flugrichtung von dem Flugzeug. Und wenn ihr in die Richtung fliegt, dann müsst ihr so weit am Rand landen, dass da kaum noch was ist. Dann soll man nur ein, zwei Waffen looten, bisschen Geld, eine Drohne und eine Gasmaske und sich versuchen bis zum Ende zu verstecken. Und ganz am Ende nur ein Team irgendwie ausschalten für ein bisschen mehr Munition und das war's. Dieser Tipp wird niemandem auf dieser Welt, der Modern Warfare Warzone spielt, irgendwie helfen. Dieser Tipp wird niemandem helfen und niemand, der so spielt, wird eine Runde gewinnen. Und ich habe jetzt die letzten Tage leider feststellen müssen, dass sehr, sehr viele Leute tatsächlich aber so spielen. Also absolut passiv, verstecken sich viel in den Häusern, manche verstecken sich in den Büschen. Dann gibt es so die richtigen Sweaties, die leider genauso spielen, aber mit einer M4, einem Herzschlagsensor und C4. Es gibt verschiedene Varianten, Warzone zu spielen und ich werde hier definitiv kein Video heute machen, wo ich euch erzähle, dass nur dieser eine Tipp funktioniert und nichts anderes. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ihr auf jeden Fall bedenken solltet. Und einer der wichtigsten Tipps und einer der ersten Tipps ist für mich, spielt aggressiv. Traut es euch. Nehmt euch am besten zwei Freunde, mit denen ihr euch irgendwie schon auskennt und spielt aggressiv. Landet nicht am letzten Ende der Map, wo das Flugzeug in 10 Jahren noch nicht gewesen wäre. Oder entgegengesetzt von der Flugrichtung, wenn links oben die Zone ist, landet ihr rechts unten und lauft dann hinterher. Spielt aggressiv. Ihr werdet in Warzone, in jedem Battle Royale, in jedem Multiplayer, in jedem COD nur besser, wenn ihr euch wirklich traut, aggressiver zu spielen, wirklich
pusht die Teams notfalls, geht von einer Jagd auf die andere. Euer bester Freund sind drei Sachen in diesem Spiel. Der Herzschlagsensor, der euch natürlich hilft. Das zweite ist, ihr wollt jagen, dass ihr Geld bekommt, dass ihr Drohnen holen könnt, dass ihr weiterjagen könnt. Drohnen sind der beste Lieferant für Kills, den ihr haben könnt. Ihr braucht als allererstes jedes Mal die Drohne. Wenn ihr die Drohne habt, dann könnt ihr das nächste Team jagen. Ihr wisst, wo die sind. Ihr könnt gucken, wo ihr euch besser positionieren könnt. Dann habt ihr sie getötet. In der Regel gibt es dafür Geld. Auf dem Weg dahin, ganz wichtiger Tipp, macht die Aufträge. Ich sehe viel zu viele Leute, die sich für die Aufträge gar nicht interessieren, obwohl die drei Dinge machen. Die Kopfgeldaufträge verraten euch in der Regel immer, wo ein Team ist. Dafür braucht ihr nicht mal eine Drohne. Wenn ihr sie ausschaltet, bekommt ihr Geld. Das ist so wichtig. Geld ist im Prinzip das Wichtigste hier in Warzone, weil ihr euch alles mit dem Geld kaufen könnt. Ihr könnt euch Drohnen kaufen, Selbstwiederbelebung, eure Waffenkisten. Ihr könnt euch die Waffenkiste auch das zweite Mal kaufen. Dann ist der Vorteil für euch, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr mit Overkill die erste Klasse hattet, jetzt in der zweiten Klasse das Perk Geist mit reinnehmt. Den Trick kennen hoffentlich viele von euch. Ihr könnt ja trotzdem noch die Waffen nehmen, die ihr gerade erst aufgenommen habt. Dann könnt ihr euch noch Blitzschläge kaufen. Ihr könnt euch alles Mögliche kaufen und das ist nur mit Geld möglich. Ihr kriegt es nicht geschenkt. Eine Drohne könnt ihr durch Zufall irgendwo finden, das ist richtig. Aber sowas wie eine Gasmaske in der letzten Zone, wenn ihr bis dahin keine gefunden habt, kauft sie euch. Oder einen Blitzschlag, kauft ihn euch. Selbstwiederbelebung, kauft ihn euch. Das wird aber nur möglich sein, wenn ihr entweder Teams ausschaltet und die Kohle kassiert, mit den Aufträgen zusammen, oder... Das ist die zweite Variante, von der ich kein Fan bin, weil ich nicht glaube, dass man so wirklich erfolgreich spielen kann. Ihr macht diese Suchaufträge, wo man die drei Kisten suchen muss und holt dann das Geld einfach. Wirklich, ihr holt nur das Geld und bleibt passiv und bleibt irgendwo noch ein bisschen weiter hinten und zieht dann so am Ende erst mit dem Geld und den Drohnen. Das macht aber für mich keinen Sinn, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Dazu kommt, es ist unglaublich wichtig, dass ihr das richtige Waffenloadout für euch nehmt. Hier in Warzone ist es nun mal so, dass man Waffen-Loadouts genauso haben kann, wie man sie haben möchte. Im Blackout war es so, man hat eine Waffe gefunden, musste mit der leben, da konnte man Aufsätze dafür finden, sich das so ungefähr zusammenbauen, wie man es wollte. Aber das ganze Glück dabei ist natürlich elementar gewesen, ist hier nicht so schlimm. Was viele Leute gar nicht so wenig mitbekommen ist, dass ein Schalldämpfer hier in Warzone unglaublich wichtig ist. Denn wenn ihr in einem Team spielt und alle drei schießen ohne Schalldämpfer, werdet ihr auf der Karte durchgängig angezeigt. Das heißt, ihr könnt im Prinzip den Leuten auch einen Orbi schenken, weil sie ganz genau wissen, wo ihr seid. Wenn aber zwei von euch mit dem Schalldämpfer spielen und nur einer ohne, habt ihr den Vorteil, dass Gegner auch mal schnell davon ausgehen können, dass ihr einfach alleine seid zum Beispiel. Das heißt, sie werden unachtsam oder sie laufen alle auf den gleichen Fleck und schon könnt ihr wieder ein Team killen. Das heißt, am besten ist, wenn das gesamte Team von euch mit sowas wie Schalldämpfer spielt. Wenn ihr nicht zu dritt damit spielen wollt, weil der Damage-Output und die Reichweite dann nicht mehr so gut ist für euch, könnt ihr immer noch umswitchen und sagen, zumindest zwei. Wenn nur einer mit Schalldämpfer spielt, ist das in der Regel zu wenig. Dazu kommt, dass ihr Loadouts haben wollt, die euch gegen zwei Sachen auf jeden Fall helfen. Leute, die campen, da kommt der Herzschlagsensor ins Spiel, auch wenn der natürlich bei Leuten mit Geist nicht 100% dann funktioniert. Ihr seht trotzdem auf dem Herzschlagsensor, es pingt. Er zeigt dann nicht an, wo jemand ist und dass jemand da ist, aber er zeigt an, es ist was gefunden worden. Das heißt, dann könnt ihr trotzdem, müsst ihr mal darauf achten. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug ist und ob das jetzt mit dem Update behoben wurde. Ich habe es noch nicht getestet. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Und das zweite, was ihr braucht, ist entweder C4 oder Semtex oder eine Splittergranate oder einen Raketenwerfer. C4 funktioniert aufgrund der Reichweite von dem Explosionsradius unglaublich gut. C4 funktioniert gegen Autos, gegen Helikopter, gegen alles Mögliche. Bei Helikopter natürlich nur, wenn sie am Boden sind, aber ein Auto mit C4 fliegt sofort in die Luft und ihr habt eure Ruhe. Nutzt C4 und überlegt euch, ob ihr wirklich als zweite Klasse immer eine Geistklasse haben wollt oder ob ihr ein bisschen Risiko gehen wollt und aus einem Dreierteam vielleicht zwei Leute mit Geist und einer mit Auffüllen C4. Diese Autos sind unglaublich nervig, die Hit-Detection von denen ist riesengroß und ihr habt oftmals, so war es bei mir jetzt schon in der Vergangenheit, wenn ich kein C4 dabei habe, werde ich sehr, sehr häufig von einem Auto gekillt, von einem LKW, von einem Truck, von einem SUV, von irgendwas, was da rumfährt. Mit dem C4, ihr braucht das im Prinzip nur 10 Meter vor euch werfen, warten, bis das Auto gerade kommt. Ihr seht es ja auf der Karte jedes Mal, wenn es kommt. Und das Ding fliegt in die Luft und die Leute da drin sind tot. Wenn sie selbst wieder Belebung haben, finisht ihr sie, wieder 2-3 Kills und wieder ein paar Tausender extra in der Tasche.
was viele jetzt auch irgendwie noch gar nicht richtig mitbekommen haben, wie die Zone sich entwickelt, ist von Anfang an eigentlich vorherzusehen. Das ist in jedem Battle Royale so. Wenn ihr auf die Zone guckt und seht, dass sie links unten am Rand ein Dreiviertel von der Map einnimmt, müsst ihr euch imaginär einmal vorstellen, wie dieser Kreis, wenn ihr ihn jetzt einfach halbiert, aussieht. Und wenn ihr dann in die Mitte guckt, seht ihr immer noch genau da, wo die Zone am Ende enden wird. Das ist mit einer Abweichung von ein paar Millimetern vielleicht und relativ genau. Dazu kommt einfach, dass ihr noch einen Vorteil habt. Mit den Aufträgen, bei denen ihr eine Position sichern müsst, das kennt ihr bestimmt, dann fliegt so eine gelbe Leuchtfackel hoch. Jeder weiß, dass ihr gerade da einen Auftrag macht, aber es lohnt sich, denn ihr kriegt für den Auftrag meistens ein paar Rüstungsplatten, manchmal noch eine Waffe oder eine Streak, eine Drohne oder ähnliches. Und dazu bekommt ihr noch ein bisschen Geld und einen weiteren Zirkel auf der Map. Das heißt, ihr seht den nächsten Zirkel, den nächsten Kreis und wisst automatisch, wo der nächste Kreis, wo die nächste Zone hingeht, nur mit diesem Auftrag. Das kann euch einen riesigen Vorteil verschaffen, denn ihr wisst, in jedem Battle Royale, High Ground ist eigentlich immer das Beste, solange ihr ein bisschen Deckung habt. Und wenn ihr euch rechtzeitig vor den letzten 25, 30 Spielern ungefähr in die Richtung bewegen könnt, dann habt ihr die besten Karten, die ihr irgendwie haben müsst, um eine Runde zu gewinnen. Und dann habt ihr auch gute Karten, um mehr als nur einen Sieg zu holen. Ich sehe viel zu oft Leute, die an den Aufträgen vorbeigehen, die sich falsche Waffen-Loadouts nehmen, die irgendwie nur mit dem Auto durch die Gegend fahren wollen und dann davon ausgehen, dass sie deswegen jetzt gewinnen. Das wird alles nicht so funktionieren, Leute. Ich habe selten jemanden gesehen, der nur mit einem Auto umherfährt und damit gewinnt. Es gibt oder gab schon ein, zwei Leute, das ist richtig, aber nicht allzu viele und das ist dann eher just for fun. Ihr könnt natürlich auch Spaß haben und da rufe ich jeden zu auf, spielt Warzone und bewegt euch. Habt ein bisschen Spaß beim Zocken, es geht nicht darum, dass ihr von 100 Runden 90 gewinnt. Selbst wenn ihr das macht, habt ihr nichts davon. Ihr kriegt deshalb nicht mehr Frauen im Leben und deswegen kriegt ihr auch kein Geld und deswegen wird auch kein MLG-Team bei euch anklopfen. Aber es ist viel angenehmer, wenn man einfach ein bisschen mehr Spaß beim Zocken hat. Und ganz ehrlich, wenn ihr dann die Chance habt, eine Runde zu gewinnen, nutzt es einfach aus. Ich hoffe, es waren so ein paar Tipps, die euch geholfen haben. Wenn ihr irgendwas richtig Wichtiges habt, wo ihr sagt, ey, das ist ein Tipp, den musst du nochmal nennen, schreibt in die Kommentare runter. Ich werde morgen, wenn genug Tipps reinkommen, direkt das nächste Video hochladen mit euren Tipps, die ihr habt, die euch in Warzone helfen. Egal was es ist, schreibt es rein. Ich bin raus, haut rein.